Willkommen zurück zu Age of Empires 3 Definitive Edition und zur Kampagne in Akt 3 Feuer. Wir machen weiter mit Washington, den wir ja schon aus Akt 2 kennen. In den frühen Tagen der Revolution mussten die Kolonien immer wieder Rückschläge erleiden, bis Washington das Kommando übernahm. Washington. In den frühen Tagen der Revolution waren die Amerikaner stets in der Defensive. Sie wurden aus Boston und aus New York vertrieben. George Washington übernahm das Kommando über die Kolonialarmee. Er war entschlossen, eine echte Armee aus dem bunten Haufen zu machen. Aber auch unter Washingtons Führung behielten die Briten Oberwasser. Im Dezember 1776 waren die Amerikaner über den Delaware bis nach McConkie's Ferry zurückgedrängt worden. Dort stieß die Miliz meines Vaters zu ihnen. General Washington, es ist mir eine Ehre, Sir. Ganz meinerseits, Captain Black. Euer Vater John war ein guter Mann. Ich wäre glücklich, wenn ihr eines Tages Gleiches von mir denkt. Leider habe ich die Schlacht in New York verpasst. Ihre Unterstützung hätte den Ausgang geändert. Doch nun seid ihr rechtzeitig hier, um das Blatt zu wenden. Die hessische Garnison hat ihr Winterquartier in Trenton bezogen. Hessen? Ja, ihr Lager liegt direkt jenseits des Delaware. Mit den Hessen habe ich noch eine Rechnung offen. Gut, lasst uns ihnen unvergessliche Tage bereiten. Das werden wir. Überquerung des Delaware. Da die Kolonisten sich zurückziehen, werden wir heute Nacht nur eine Patrouille einsetzen. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend, Männer. Ob das so clever war, Küchler, werden wir sehen. Hört sich an, als würden die Hessen ein schönes Fest feiern. Wir umgehen die Patrouillen und schalten das Zeltlager in Trenton aus. Dann überraschen wir sie. Alles klar. Wird gemacht. Dann laden wir mal unsere Truppen ein. So, hier gibt's Zelte. Aber auch Außenposten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, überqueren Sie den Delaware River und zerstören Sie die Zelte der Hessen. Ich werde erstmal vorsichtig entlang fahren. Und hier gibt's immer die Garnison von Grenadieren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Erstmal erforschen wir hier ein wenig. Ja, da ist schon ein Außenposten. Von dem müssen wir uns fernhalten. Okay. Hier ist ein Schatz. Sehe ich das richtig? Ist das ein Siedler? Ne, das ist nur ein Scout. Wenn ich das richtig bemerke, aber den könnten wir ja trotzdem mal für uns holen. Nehmt euch vor der Patrouille bei Trenton in Acht. Right. Ja, das werden wir. Yes, consider it done. I'm going now. Leise. What is your command? I understand. Machen wir das mal. Und General Washington ist jetzt hier bei uns. Der General höchst selbst. So. Jetzt haben wir hier einen Indianerspeer. Und einen Native Scout. Soll sich mal tarnen. Kommen wir denn da hin? Ich glaube schon, oder? Ist hier irgendwo ein Übergang? Wir müssen uns natürlich tatsächlich nur vor den Grenadieren in Acht nehmen. Tatsächlich. Aber die kommen da jetzt, oder? Die Grenadiere. Ja. Genau, jetzt sind sie unterwegs. Dann gehen wir mal ein bisschen da hoch. Yes, I'll do it. Und wir gehen mal hier drüben hin mit unserer Hauptarmee und laufen da hoch. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Ne, sehen uns nicht. Perfekt. Dann gehen wir mal bitte auf direkten Wege hier. Gehen wir doch gleich zu dem Zelt und zerstören das bitte einmal. Und interessant wird es dann bei den beiden Außenposten da unten. So, was nehmen die denn für eine Patrouille? Ich habe da gar nicht genau drauf geachtet. Da unten sind sie. Machen wir hier weiter. Die müssten doch jetzt erstmal nach Süden laufen, oder? Ne, die laufen. Laufen die wieder nach Norden? Ne, die gehen jetzt erstmal nach Süden. Ja, perfekt. Dann zerstören wir hier mal die Zelte. Und hier haben wir leider einen Außenposten. Das heißt, schnell das Zelt zerstören. Okay, die sind gerade da unten unterwegs. Ja, das wird ein bisschen knapp werden. Mit allem. Weil die kommen jetzt gleich da oben wieder
Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Halten die hier nochmal an? Oder laufen die hier gleich weiter? Dann müssen wir nämlich schnell weg. Ich glaube, die kommen jetzt hier. Ja. Shit. Ja, und der Turm hat natürlich schön auf uns geschossen. Ja, da wurde einer von uns getötet. Ah, da ist ein Grenadier. Der hat leider jetzt schon auf uns geschossen gehabt. So, aber bis jetzt gleich wieder kommen, haben wir das Zelt zerstört. Gehen nochmal schnell auf die andere Seite. Vernichten schnell noch dieses Zelt hier. Nicht meine Kolonialmilizen. Schießt lieber auf Washington. Okay, nee, wir gehen. Wo gehen wir hin? Gehen wir da runter? Wobei sie da jetzt ja auch gleich kommen. Was eher nicht so günstig ist. Nee, wir gehen mal hier hin. Wir gehen mal hier hin und zerstören auch dieses Zelt. Ah, da ist auch wieder ein Feind. Washington. Nein, zerstör das bitte schnell. Und weg. So. Jetzt gehen wir bitte einmal da runter. Bitte schieß auf Washington, du bist der Nächste. So. Okay. Wir müssen hier echt viel vernichten. Zelte der Hessen müssen wir vernichten. Weg da. Bevor die Hessen kommen. Genau, der soll wieder auf Washington schießen, bitte. Aber wir verlieren hier so viele Männer. Das ist echt krass. Ich glaube, wir bräuchten hier mal noch unsere Schiffe. Die kommen gleich wieder mit der Patrouille. Wir haben kaum noch Kolonialmilizen übrig. Aber wir haben es jetzt auch gleich geschafft. Das ist noch ein letztes Zelt. So, wo sind die Hessen? Die kommen jetzt da oben. Habe ich dann alle Zelte eigentlich erwischt? Ich glaube schon. Angreifen können wir damit nicht. Oh lol, ich habe einen Revolutionär vergessen. Die Garnison hier in Trenton eingenommen. Wir haben nicht genügend Männer, um es mit einer Hauptarmee aufzunehmen. Entzündet einige Feuer, damit Cornwallis glaubt, wir hätten unser Nachtlager aufgeschlagen. Jetzt müssen wir noch Feuer entzünden. Ah, laufen die jetzt weg oder was? Die Grenadiere? Auch nicht schlecht. Die Signalfeuer errichten. Ach, er macht das? Okay. Ach, jetzt schießen die Türme nicht mehr auf uns. Das ist ja jetzt aber auch komisch. Interessant. Dann hole ich mal noch den anderen Kolonialmilizionär, den ich da habe. Der da darf schon mal erkunden. Du baust hier das eine Feuer. Sehr schön. Ach, da kommt Verstärkung. Okay, auch nicht schlecht. Es ist Verstärkung eingetroffen. Vorragend. Da, der Turm ist jetzt noch feindlich. Aber der hier nicht mehr, okay. Und es läuft keine Grenadiersgarde mehr herum. Keine Patrouille. Okay, das. Oh ne, da ist noch ein Feind, aber nur ein einzelner. Den schalte ich aus. Zack. Hat wohl ein einzelner Mann ein bisschen Wache gehalten. Tja, das... Männer unterstützen unsere Sache. Sie werden uns helfen, Cornwallis Armee im Auge zu behalten. What is your command? I'll do it. I'm going now. What can I do? Wer unterstützt unsere Sache? Die Siedler hier. Wir haben auf jeden Fall gleich das Feuer entzündet. Yes. Ich bin gespannt, was wir dann machen müssen. I'm going now. Und jetzt? Es klappt! Cornwallis kommt aus Princeton hierher. Ausgezeichnet. Rückt aus und greift seine Nachhut an. Yes?
Ah, wir sollen nach Princeton jetzt marschieren, okay. Von der Seite im Osten. Machen wir. Eieiei, das ist aber eine riesige Hauptarmee hier. Jäger ohne Ende, Falkonette. Okay, hier sind einige Musketiere. Cornwallis hat den Kampflärm gehört. Er schickt eine Patrouille zur Erkundung. Tut er dies? So. Wir werden mal dorthin gehen. Ja, da kommt die Hauptarmee. Wer steht denn da? Ach, ein Siedler. Ach so, okay, die Siedler zeigen uns so ein bisschen, was da los ist. Oh, mein Speer ist auch hier. Okay. Meine Hauptarmee ist aber ziemlich langsam. Und sehr viel ist auch nicht übrig. Ja, okay, Washington brauche ich eigentlich gar nicht groß. Okay. Yes. I'll do it. I'm going now. Wo ist Washington? Washington darf mal die Jäger hier wieder angreifen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir diesen Kampf gewinnen können. Ich glaube nämlich, den können wir gar nicht gewinnen. Wundarzt, komm mal mit her. Wir sind nämlich stärker als gedacht. Wobei, doch, wir müssen es schaffen, weil Washington hier die Jäger abgelenkt hat. Wir müssen uns auf Feuer auf die Jäger konzentrieren, bitte. So. Feuer auf die Jäger konzentrieren. Die Nachhut wurde ausgeschaltet. Und die Männer bieten ihre Hilfe an. Bereitet mehr Soldaten vor. Setzt alle Kräfte ein, um das Dorfzentrum zu zerstören. Jawohl. Wird getan. Der Wundarzt darf mal alle heilen, bitte. So, da sind jetzt auch noch die Hessen. Die haben richtig viele Truppen. Okay, wir brauchen ordentlich Siedler. Yes. What is, I'm ready. What can I do? Hier gibt's kaum Nahrung. Hier ist Nahrung. Alles klar. Yes. Und dann gehen wir mal noch ein bisschen auf Gold. So. Okay, hier haben wir die 1. Da haben wir noch einen Stall 2. Erstmal hier die Truppen besser verbessern einmal. Ah ne, eine Kanonengießerei haben wir mit der 3. Dafür müssten wir aber erstens. Ah ne, doch, wir sind schon im dritten Zeitalter. Dafür brauchen wir erstmal viel mehr Gold. Das sammeln wir aber noch auf. Da oben ist ein schöner Schatz. What is your command? I'm going now. Yes, I'll do. Ach, ihr habt Revolutionäre, die unterschiedlich sind, oder was? What is your command? I'm ready. Interessant. What you need? I'm ready. Yes. What is your? I understand. What can I do? Wollen wir uns mal den Schatz da oben? Da unten sind auch noch Schätze. Ja. Okay. Haben wir hier einen Marktplatz? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir den Marktplatz haben. Yes. Dann sollten wir den nochmal schleunigst bauen, jawohl. Achso, ja, und Sachen schicken. Truppen. Ja. Allein dadurch bauen wir jetzt schon eine riesen Armee auf. So, ja, das Geld. I'm ready. I'll do it. I'm going now. Die sind ziemlich stark. What is your command? To battle! Attack! Right! I'm going now. Okay, wir haben es geschafft. 2 Siedler dazu. Alles klar, zerstören Sie Cornwalls Kapitol in Trenton. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier erstmal richtig aufbauen. Yes. What is your Siedler, bitte mal bitte stärker hier auf Nahrung gehen. Dankeschön. Yes. Okay, und wir sammeln unsere Truppen. I'm ready. Dort. Und ihr geht hier auch auf Nahrung. Sehr gut. Die werden bestimmt mal Truppen schicken, um uns anzugreifen. Habe ich so im Gefühl. Gibt's eigentlich hier noch irgendwas Interessantes? Nee, scheinbar nicht. Hier oben sind auch Schätze. Holz? Holen wir uns nochmal das Holz, was da liegt. Okay. Halt, so viele will ich gar nicht rekrutieren. Wenn ich würde gern. Naja, wobei ins vierte Zeitalter zu gehen, macht glaube ich auch keinen Sinn groß. Bauen wir lieber ein paar schöne Kanonen.
die unsere Armee ordentlich verstärken. Die haben halt auch Kanonen. Wie viel kostet eine Kulverine? Auch 400 nochmal. Aber wir haben ja ganz viel Gold hier, also sehe ich da keine Schwierigkeit. Am Marktplatz, genau. Wollen wir uns mal die drei wichtigsten Sachen. Was haben wir hier noch? Heilkunst. Ja, ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. So, haben wir noch so schnell was für eine vierte Kanone? Und danach baue ich auch noch eine Kulverine. So. Danach, wie gesagt, kommt dann die Kulverine. So, gegen die Kanonen sollen sie erstmal was machen. Feuer frei. So. Das kostet halt auch nochmal Holz und Ressourcen, ne? Also eine Pulverine wird gebaut. Gehen wir mal hier ein bisschen auf Holz. Positionieren uns mal dort. Unsere kleine Armee. Und ich würde gerne hier die noch upgraden, aber dafür brauche ich noch viel mehr Holz. Und Gold. Das Holz kann ich mir vielleicht nochmal schicken mit 300. Kavallerie haben wir jetzt auch dann dabei. An der Flanke oder für die Flanken. Das ist grundsätzlich immer sehr gut. Achso, ja, wir könnten noch ein paar Schätze einfach mal holen. Wenn wir aktuell eh warten müssen, gibt es kleine Schätze, wo nur einer... Ja, so ein Wolfsschatz. Hole ich mir den mal mit dem Nathaniel Black. Yes. So, eine Kulverine haben wir jetzt auch. Yes. What is your... I'm going now. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen stärker auf Holz. Holen wir uns mal das Holz-Upgrade noch. Dann holen wir uns das Upgrade für die Kolonialmilitionäre. Ja, das habt ihr jetzt aber ein bisschen ungünstig hier geschossen, Freunde. I'm ready. So, einmal die Spezialfähigkeit. Gut, holen wir uns die Nahrung. Was haben wir hier noch für einen Schatz? Zwei Piraten, aber Kälber brauche ich nicht. Gehen wir mal mit meiner Armee noch darüber, würde ich sagen. Mit der Kavallerie, ich glaube, das reicht. Wieso schicke ich jetzt die Truppen darüber? Habe ich das nicht so eingestellt, dass das funktioniert? Scheinbar nicht. Ha, Kavallerie-Upgrade hätte ich auch noch gern. Machen wir erstmal das Kavallerie-Upgrade. Banditengewehrschützen. Ich hoffe, meine 12 Faustkampf. Ja, ich glaube, meine Kavallerie macht kurz einen Prozess mit denen. Genau, jetzt kommen die Holzlieferungen, auf die ich gewartet habe. Und einmal den Schatz holen. 225 Nahrung. Das nenne ich mal ordentlich. Ihr geht mal hier auf die Rehe. Hier auf die Mine. So, Holz fehlt aktuell. Aber schön, dass wir uns so groß aufbauen dürfen. Und dass die dann gar nicht hier angreifen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, jetzt kommt die Gardemiliz. Gardemiliz-Upgrade. Ja, die hatten ja auch viele Jäger und so weiter. Also ich glaube, da ist Kavallerie schon eine gute Sache, aber so viel Holz haben wir nicht. Wie viele Indianer haben wir eigentlich? Also Tomahawk-Werfer. Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht, die abzugraden. Aber wir bauen noch mehr Kolonialmilitionäre auf jeden Fall. Ein bisschen Kavallerie kann ich ja noch bauen. Wenn ich die eh schon abgegradet habe. Das kriegen wir hin. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir schon stark genug sind. Bin ich mir nicht ganz sicher. Jetzt.
Ich habe nichts mehr zu tun, also so ist das. Brandstifter. Leichte Söldnerartillerie, die Feuerbomben wirft, um Gebäude zu zerstören. Effektiv gegen Infanterie. Weiß ich nicht, ob sich das so lohnen wird. So, hier wird ordentlich gerekrutiert am Stück. Aber die greifen uns echt nicht an, ne? Verrückt. So, vielleicht sollten wir es jetzt mal wagen. Wenigstens ein bisschen positionieren hier schon mal. Okay, ihr seid mal meine 4. Ach Gott, da habe ich euch gar nicht alle dabei. What can I do? Gute Frage. Mehr Kolonialmilitionäre und mehr Kavallerie, bitte. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Mit den Truppen hier. Sogar das Bevölkerungslimit erreicht. So, wo sind die Feinde? Gehen wir mal hier an die Flanke. Bleiben wir mal mit den Kanonen. Oh shit, okay, ja doch, hier kann ich glaube ich angreifen. Gleich mal die Kanonen bitte. Vernichte die Kanonen. Ja, wo sind denn die britischen Truppen? Das wundert mich gerade ein wenig. Hier, wo ist meine Kulverine? Hier ist sie, die macht gerade nichts. Auch super. Ich muss auf die Kanone schießen. Schieße auf die Kanone. Oh ja. Okay, die machen allesamt nichts. Falkenauge. Gehen wir mal auf die hessischen Jäger drauf. Boah, aber meine Kanonen leisten, glaube ich, ganz gute Arbeit. Die haben doch hier noch nicht noch mehr Truppen. Wo ist denn die britische Armee bitte hin? Hier sind nur die Hessen. So, dann vernichten wir hier mal alles, würde ich sagen. In aller Ruhe. Einfach weil wir es können. Schicken noch ein bisschen Verstärkung mit. Aber ist hier echt keiner mehr? Schauen wir überall hin. Ich glaube irgendwie nicht. Oh, lief auf jeden Fall besser als erwartet. Dann zerstören wir mal Cornwalls Kapitol in Trenton als nächstes mit unseren Kanonen. Ist doch ein bisschen überrascht. Da fällt jetzt nämlich das Kapitol und das ist da mit der Sieg für uns. Wir haben gewonnen. Jawohl, das Dorfzentrum haben wir auch noch vernichtet. Sehr gut. Ein Sieg bei Trenton. Den gibt es noch nicht. Dafür die Überquerung des Delawares und einen wichtigen Sieg dort. Wir haben eine neue Karte verdient. Können wir nicht irgendwie an Holz noch rankommen? Ne, hier sind immer nur diese 300 Nahrung, 300 Holz und 200 Münzen. Wobei, das ist auch schon ziemlich wertvoll. Das sind ja 800 Rohstoffe. Das mache ich auch. Ja, gut. Wunderbar, das war also die Überquerung des Delaware. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr neu seid, abonniert doch gerne den Kanal. Und lasst auch gerne eine Rückmeldung da. Da freue ich mich immer darüber, über eine Bewertung. Und ja, wie fandet ihr das jetzt im Vergleich zur letzten Mission, die ja deutlich, ich habe das Gefühl gehabt, schwieriger war, weil wir einfach unter Druck standen die ganze Zeit und angegriffen wurden. Wie war da jetzt der Schwierigkeitsgrad bei dieser Mission? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin immer sehr auf eure Meinung gespannt. Insgesamt finde ich es schön gemacht. Ein bisschen schwerer könnte es bei der einen oder anderen Mission durchaus noch sein. Also da hätte jetzt ruhig noch ein riesiges britisches Heer stehen können.
Aber gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß, die Kampagne einmal vollständig durchzuspielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.